Hi und herzlich willkommen bei Mami Vlog und zu meinem bisher liebsten Video, glaube ich. Also ich weiß, es kann auch sein, dass es die Hormone sind gerade, aber ich hatte so viel Spaß beim Erstellen und bin auch so happy mit den Ergebnissen des Videos, dass ich mich voll freue diesmal, also ich freue mich jedes Mal, aber diesmal besonders, euch das Video zeigen zu dürfen. Außerdem verrate ich euch in diesem Video, ihr werdet es sowieso erfahren im Video, weil ihr es sehen werdet im Zimmer, den Namen von unserer süßen Maus. Ich habe euch erraten lassen und zwar einmal auf Facebook und dann nochmal hier auf YouTube und auf der Liste standen Amelie, Clara, Lia und Juna. Und ihr habt euch eindeutig entschieden, allerdings nicht für den Namen, den wir uns ausgesucht hatten. Ihr wart nämlich eindeutig für den Namen Juna. Passt doch total gut eigentlich, ne? Yannick und Juna hat voll was irgendwie. Ich habe danach auf jeden Fall auch noch mal eine Weile überlegt, aber wir sind dann doch dabei geblieben und werden sie Lia nennen. Genau, Lia wird sie heißen, ich liebe den Namen. Aber kommen wir zurück zum Video, es geht nämlich um Lias Baby. In diesem Video seht ihr, wie ein komplett leeres Zimmer nach und nach eingerichtet wird und mit ganz vielen schönen, süßen und trotzdem super einfachen DIY-Ideen dekoriert wird. Viel Spaß bei diesem Video! Beginnen wir beim ganz leeren Zimmer. Ich wollte diesmal unbedingt so eine ganz schlichte, einheitliche Grundausstattung von Möbeln haben, weil ich bei Yannick irgendwie alles Gebrauch gekauft hatte und das am Ende total zusammengewürfelt aus und es war irgendwie nicht so schön. Und jetzt habe ich während meiner Zusammenarbeit mit Baby One gesehen, dass die super schöne Komplettzimmer anbieten, die preislich schon bei 400 Euro losging. Und viel günstiger kam ich damals mit den gebrauchten Möbeln auch nicht hin. Man kann sie online alle anschauen und kann hier auch gucken, ob das jeweilige Zimmer im eigenen Fachmarkt ausgestellt ist. Finde ich total praktisch, weil ich mir das da nochmal live angucken konnte. Die Möbel kann man natürlich auch alle einzeln kaufen und die Zimmer auch nochmal mit passenden Möbeln erweitern. Den Link zu allen Kinderzimmern setze ich euch natürlich wieder unten in die Infobox, da könnt ihr ja mal reingucken. Was ich dann aber auch noch mega fand, sie liefern für 99 Euro und wenn man eine Kundenkarte hat, sogar schon für 69 und montieren nochmal gegen den Aufpreis, was mir jetzt gerade mit meinem schon größeren Bauch und einem lang arbeitenden Ehemann so viel schwere Arbeit abgenommen hat, dass ich deswegen super happy war. Ich habe mich jetzt nach einigem Hin und Her fürs Kinderzimmer Lara entschieden. Ich fand das toll, weil es einmal richtig viel Stauraum hat und zweitens durch dieses gekalkte Weiß hier so ein bisschen skandinavisches Flair ins Zimmer kommt irgendwie. Und ich finde es super schick und es liegt außerdem preislich noch in einem super fairen Bereich. Ja, und jetzt steht das Grundzimmer auch schon und ich darf mich draufstürzen auf den allerschönsten Part, das babygerechte Dekorieren. Angefangen habe ich tatsächlich mit der Babyecke, die ich teilweise aus Yannicks aktueller Kuschelecke gebaut habe. Wie ich das gemacht habe, zeige ich euch unter anderem allerdings erst im zweiten Teil des Videos, weil das den Rahmen dieses Videos hier sprengen würde. Richten wir den Blick jetzt zuerst auf die Schlafecke. Die wird Lia nicht von Anfang an nutzen, weil sie mindestens ein halbes Jahr bei uns schlafen wird. Aber was fertig ist, ist natürlich fertig. Das erste DIY, das ich euch zeige, ist ein leuchtender Bilderrahmen, den ihr individualisieren und gestalten könnt, ganz wie es euch passt. Und das ist natürlich wieder super einfach. Ihr braucht dafür nur einen 3D-Bilderrahmen, eine LED-Lichterkette, wichtig, weil die nicht heiß werden, einen Bogen Butterbrot oder Transparentpapier, Aluminiumfolie, Sprühkleber, etwas Tesafilm und ein Bild, eine Bilderreihe oder einen Schriftzug, was auch immer ihr drauf haben möchtet, ausgedruckt und ausgeschnitten. Ich habe jetzt zuerst die Rückwand mit Alufolie beklebt. Die Folie reflektiert so ein bisschen das Licht, was nachher so ein bisschen schöner aussieht. Und danach die Lichterkette da drauf geklebt. Den Innenrahmen beklebt ihr jetzt mit Butterbrotpapier und legt innen euer Bild oder euren Schriftzug rein. Ich habe jetzt einmal Sprühkleber drüber gesprüht, weil ich den jetzt sowieso da hatte. Ihr könnt es aber auch anders festkleben, ganz wie ihr wollt. Ihr könnt auch schwarzes Tonpapier nehmen und es außen ankleben und dann den Innenrahmen wieder einsetzen und den Rahmen hinten verschließen natürlich. Ich fand den trüben Effekt, der durch das innenliegende Festkleben jetzt entsteht, irgendwie mega schön. Und deswegen habe ich das jetzt so gemacht, ist aber bestimmt Geschmackssache. Der Bilderrahmen steht bei mir auf einer Bilderrahmenleiste, unter der ich so eine LED-Leuchte angebracht habe, die das nächste kleine DIY anleuchtet. Hierfür habe ich einen kleinen Ast mit einem Messer entrindet und kleine Holzbuchstaben besorgt. Die bekommt ihr ziemlich günstig im normalen Bastelladen. Meine hier hatten noch kein Loch drin, deswegen habe ich mir kurz eins reingebohrt und die Buchstaben dann mit Stickgarn am Ast befestigt. Damit es jetzt noch so ein bisschen verspielter aussieht, habe ich noch kleine Pompons auf Nähgarn aufgefädelt und verknotet und ebenfalls jetzt nochmal an den Ast gehangen. Und als letztes DIY für die Schlafecke habe ich noch so ein kleines Bilderquartett gemacht. Dafür habe ich vier kleine quadratische Leinwände gekauft und sie mit Stoffresten bezogen. Ihr könnt die Stoffe hinten festtackern. Wenn ihr keinen solchen Tacker habt, dann funktioniert das Ganze aber auch super mit Heizkleber. Habt ihr keine Stoffreste, habt ihr bestimmt noch irgendwelche alten Tops oder T-Shirts, die ihr nicht mehr anzieht
oder die vielleicht versaut sind oder so, auch die eignen sich hierfür perfekt. Den kleinen Schriftzug, den könnt ihr in der Schriftart eurer Wahl spiegelverkehrt ausdrucken, auf die Rückseite von Klebefolie kleben und ausschneiden. Jetzt habt ihr so kleine Aufkleber, die ihr auf den Stoff kleben könnt. Den großen Buchstaben hier, den habe ich schon fertig im Bastelmarkt gekauft und einfach mit Heißkleber auf eine der Leinwände geklebt. Und so sieht das Ganze jetzt aus und lässt sich natürlich mit entsprechend anderen Farben für jedes beliebige Zimmer anpassen. Als wirklich süßen Blickfang im Kinderzimmer, finde ich jetzt wieder, habe ich so ein kleines Schaukelregal gebastelt. Lässt sich einmal als richtiges Regalbrett verwenden oder einfach eben als zuckersüße Deko wie bei mir hier. Die Schaukel ist wirklich super schnell gemacht, dafür bohrt ihr mit einem Holzbohrer einfach zwei Löcher in ein beliebiges Holzbrett und steckt durch jedes Loch ein Seil durch. Jedes meiner Seile ist jetzt hier ungefähr einen Meter lang, setzt oben und unten einfach einen Knoten und bringt oben am Brett nochmal zwei kleine Winkel an. Und jetzt habe ich die Seile einfach erstmal mit zwei Nagelhaken in der Wand fixiert, die Wasserwaage kurz draufgelegt, damit das Ganze nicht schief wird und dann einfach die Schrauben in die Wand gedreht. Oben hängen die Seile jetzt nur dekorativ an den Haken und tragen keine Last mehr. Das ist wirklich wichtig, weil es eben nur Nagelhaken sind und sie natürlich nicht wirklich Gewicht aushalten. Als nächstes habe ich die Deckenlampe so ein bisschen verschönert. Ist eigentlich diese Papierlampe für 3 Euro, die wohl jeder kennt. Und dazu noch zwei kleinere der gleichen Art. Die Lampen habe ich flächig mit Sprühkleber besprüht und dann einfach Watte drumherum geklebt. Ist ganz normale Kosmetikwatte aus dem Drogeriemarkt. Die zieht ihr euch so ein bisschen auseinander und legt sie dann im Prinzip nur dran, wenn der Kleber noch frisch ist. Und drückt das so ein bisschen an und mehr ist gar nicht nötig. Und es macht auch nichts, wenn so kleine Lücken drin sind. Ich finde es sogar noch schöner und realistischer irgendwie, wenn das so ein bisschen unregelmäßiger aussieht. Die große Wolke hier ist ja jetzt sowieso meine Deckenlampe. Und die zwei kleinen habe ich mit Mobile-Haken an der Decke befestigt. Und zusätzlich, damit es hier auch nochmal einen Lichteffekt gibt, habe ich nochmal in die kleinen Lampen jeweils eine 10er LED-Lichterkette reingesteckt. Hier aber wieder unbedingt darauf achten, dass es wirklich LEDs sind. Die werden nämlich nicht heiß. Für den Wickeltisch brauchte ich jetzt natürlich noch ein Mobili und habe mich für eine Schwarz-Weiß-Variante entschieden, weil Babys ja am Anfang vor allem starke Kontraste gut wahrnehmen und von schwarz-weißen Dingen besonders fasziniert sind. Dafür habe ich mir so runde Holzscheiben besorgt, auch wieder je ein kleines Loch reingebohrt und dann mit Klebeband so abgeklebt, dass verschiedene Muster entstehen, wenn ich sie anschließend ansprühe. Das tue ich nämlich als nächstes und zwar wird jetzt zuerst die eine Seite schwarz angesprüht, nach dem Trocknen umgedreht und diese Seite dann weiß angesprüht. 4 Scheiben sind jetzt sogar schon fertig und bei den anderen 4 tausche ich sozusagen die Klebebandstellen einfach aus und wiederhole den Sprühvorgang nochmal mit entsprechend entgegengesetzten Farben. Ein Mobile-Kreuz hatte ich jetzt noch da, das bekommt man recht günstig in jedem Bastelmarkt eigentlich. Und jetzt müssen die Scheiben nur noch am Kreuz befestigt werden und fertig ist das Schwarz-Weiß-Mobile für den Wickeltisch. In die Baby-Ecke kommt jetzt noch eine super süße Lichterwolke. Ihr könnt die aus Pappe machen, so ein Stückchen hochwertiger ist aber ein Material, das sich Foamboard nennt. Besteht außen aus einer glatten Oberfläche, hat innen einen Schaumstoffkern und lässt sich ganz ähnlich wie Pappe leicht mit einem Cuttermesser bearbeiten. Für die Lampe habe ich mir jetzt erstmal mit Bleistift eine Wolke aufgemalt und ausgeschnitten. Und anschließend habe ich dann mit schwarzem und rosafarbenen Marker das Gesicht draufgemalt. Meine Lichterkette hat jetzt hier 25 kleine Lämpchen, die nachher relativ regelmäßig angeordnet sind. Lege ich mir 25 Nudeln auf und steche danach mit einem Bleistift, der hat in etwa den gleichen Durchmesser wie die Lämpchen der Lichterkette, 25 Löcher rund um den Rand der Wolke. Ja, und jetzt brauche ich die Lampen eigentlich nur noch von hinten durchzustecken und mit Klebeband zu fixieren. Sonst gucken sie nämlich teilweise am Rand raus und stehen auch hinten zu weit ab. Und zusätzlich habe ich jetzt nochmal ein Hinterlicht angebracht. Ich muss zugeben, der Effekt ist recht klein, aber ich fand es irgendwie trotzdem cool. Dafür habe ich nochmal eine 10er Lichterkette mit Batteriebetrieb an der Rückseite befestigt. Dabei müsst ihr darauf achten, dass die Lämpchen nahe am Rand liegen, sonst sieht man sie nachher einfach zu schwach. Und das war es eigentlich auch schon. Weil ich das Batteriefach jetzt hinten angeklebt habe und sowieso wegen der etwas abstehenden Lichterketten ein bisschen Abstand von der Wand brauche, habe ich noch 2 Stücke Holz an der Rückseite mit Bastelkleber befestigt, die etwa genauso tief waren wie das Batteriefach. An diesen Holzstückchen habe ich jetzt wieder Powerstrips befestigt und die Wolke dann ganz fest an die Wand gedrückt. Statt Holz könnt ihr natürlich auch Styropor oder Pappe nehmen, das funktioniert genauso gut. Und dann habe ich noch eine, wie ich finde, wunderschöne Lichterkette in der Baby-Ecke angebracht. Die Lichterkette ist gekauft, aber die Aufhängung ist doch irgendwie besonders. Dafür habe ich mir einen mittelgroßen Ast vom Baum abgeschnitten und 2 solcher Ösen reingedreht. Einen jetzt in das eine Ende und die andere in die Seite des Astes, auch am Ende. An den Ösen habe ich jetzt so ein Stück Stickgarn befestigt und 2 Nagelhaken in die Wand gehauen. So habt ihr eine ganz flexible Aufhängung für den doch sehr unebenen Ast und könnt ihn sogar, so wie ich jetzt hier, über die Ecke hängen.
Der hängt jetzt ganz stabil, aber trotzdem locker und flexibel beweglich an den Wänden und man kann die Lichterkette jetzt ganz bequem darüber legen. Zwei Nagelhaken sorgen an den Seiten jetzt nochmal dafür, dass die Lichterkette Halt hat. Und das war es eigentlich auch schon. Das Batteriefach habe ich nochmal mit Klebeband am Zaun befestigt. Und ich finde, das letzte DIY hier hat dem Babyzimmer noch mit den allerletzten Feinstift gegeben. Das war schon wieder bei Mami Vlog. Teil 2 folgt in den nächsten Tagen. In diesem Video zeige ich euch, wie ich Yanniks neue Kuschelecke babygerecht umgestalte und sie so zu einer 2-in-1 Kuschelecke für alle beide mache. Außerdem seht ihr in diesem Video die neuen Spielmöglichkeiten. Einmal für Baby Lia und einmal für Yannick, weil ich natürlich auch möchte, dass Yannick sich in dem Zimmer hier wohlfühlt und sich gern drin aufhält. Ich sage tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Für alle, die es noch nicht wissen, ich habe ein Buch geschrieben und ab sofort ist das im Mami Blog Shop erhältlich. Klickt ihr hier drauf, könnt ihr Mami Blog auf YouTube abonnieren und hier könnt ihr gleich das nächste Video schauen. Und Mami Blog gibt es natürlich auch auf Facebook und Instagram.